Ja, dann die Karamellnote, ganz klar, durch den karamellisierten Holzzucker. Leichte Vanille. Jetzt will ich trinken. Ja, ich würde sagen, wenn man es dann lange ausgehalten hat, dann darf man auch probieren. Na, das wollen wir aber auch so sehen. Vor allem, wenn man so ein edles Tröpfchen in der Hand hält. Aber die ganze Geschichte erstmal von vorne. Ich bin Fabian Brögeloff. Die meisten kennen wahrscheinlich die Kornbrennerei meiner Großeltern. Ich bin Jens Benthaus und schon seit Ewigkeiten würde ich mal behaupten, immer wenn wir uns irgendwo gesehen haben, haben wir gesagt, irgendwann machen wir was zusammen. Und jetzt vor 2 Jahren, bevor ich mich dann angerufen habe, war es soweit. Was zusammen machen, das lässt natürlich einen gewissen Spielraum. Doch wer in Waltrop den Namen Brögeloff trägt, dem liegt ja gewissermaßen schon was im Blut. Nein, kein Alkohol, aber ein Faible für die Herstellung von Spirituosen. Also unser Rougon ist, sag ich mal, wird geboren als Roggenkorn. Also anders zum Beispiel als der Korn meiner Großeltern aus Roggen mit 25% Malzanteil gebrannt. Dann erstmal fast ein herkömmlicher Korn, den wir dann veredeln und, sag ich mal, zu diesem Premium-Produkt verwandeln über Fassreife. Und diese Fassreife ist wahrlich eine Wissenschaft für sich. Ganz wichtig dabei Geduld und Timing. In Kombination mit diesem Holzfass, was ja von innen flambiert wird, dadurch karamellisiert der Holzzucker, mal ganz kurz in die Tiefe zu gehen. Und über die Zeit, der war jetzt 1,5 Jahre oder 1,2 Jahre ungefähr in den Fässern. Und ja, dann reagiert der Alkohol also mit dem Holz, mit der Luft in der Umgebung und noch viele, viele andere Faktoren spielen eine Rolle. Ja, und so resultiert dann eigentlich ein Korn, so wie die meisten den überhaupt nicht kennen. Jetzt wollen wir es aber auch wissen. Beschreibt doch mal euren Rougon. Ja, also beim Rougon Dunkel, wenn man den trinkt, man hat vorne auf der Zunge so eine leichte Süße und man hat solche Aromen von Vanille und Karamell da drin. Und das, also man muss da schon wirklich langsam durch den Mund gehen lassen, nicht einfach wegschlucken. Und man muss auch sagen, trotz dessen, dass der 42% hat, kann man den auch wirklich sehr angenehm trinken, weil er sehr, sehr mild ist. Und bei dem anderen, beim Rougon Hell, ist es so, der durch die Reifung im Rumpffass kommen also leicht fruchtige Aromen rein. Also wenn man den trinkt, hat man leicht fruchtigen Geschmack, auch vom Geruch, so leicht wie ein Obstler. Und im Abgang auch so ein Hauch Vanille drin. Und das ist so noch mit einem klassischen Korncharakter. Und das ist wirklich ein ganz neues Kornerlebnis. Apropos Kornerlebnis. Wieso eigentlich der Name Rougon? Wir haben auch lange nach einem passenden Namen für das Ganze gesucht und kamen schlussendlich zu Rougon. Und Rougon ist der altgermanische Begriff für Roggen. Und wir haben irgendwie für uns die Mission gemacht, also Korn hat nicht den allerbesten Ruf, aber Korn kann wirklich ein richtig leckeres Produkt sein. Und trotzdem wollen wir die Wurzeln des Ganzen noch zeigen und deswegen der altgermanische Name, trotz dessen, dass wir das Ganze irgendwie auch wieder modern machen wollen. Dass der Waltropper Rougon so gar nichts mehr mit dem Körnchen zum klassischen Herrengedeck zu tun hat, davon können sich Interessierte zum Beispiel beim Waltropper Parkfest überzeugen, wo Fabian Brögeloff und Jens Benthaus einen Stand haben. Vorbeikommen, probieren, genießen.